der Frieden und Segen auf ihn, berichtet, als wir uns mit dem Gesandten Allahs in der Moschee aufhielten, kam ein Beduine und urinierte in einer Ecke der Moschee. Die Gefährten des Gesandten Allahs sagten, hör auf, hör auf, und sie wollten ihn angreifen und stoppen. Der Gesandte Allahs sagte jedoch, unterbrecht ihn nicht, lasst ihn zu Ende urinieren. So ließen sie von ihm ab, bis er sein Geschäft beendet hatte. Danach rief der Gesandte Allahs, Frieden und Segen auf ihn, den Mann zu sich und sagte, in Moscheen ist es nicht rechtens, dass man in ihnen uriniert. Sie sind nur für das Gedenken Allahs, zum Beten, zum Koranlesen oder ähnlichem da. Danach bat er einen Mann, der anwesend war, einen Eimer Wasser zu bringen und ihn über den Urin zu schütten. Und dies tat er auch. Dieses Ereignis ist ein wunderbares Beispiel für die erzieherische Methode unseres Propheten. Frieden und Segen auf ihn, die durch Güte, Sanftmut und Nachsicht geprägt ist. Wenn du weiteren Content zum Thema Islam suchst, schaue gerne auf unserer Seite. Dort verlinken wir Bücher, YouTube-Kanäle und weitere interessante Inhalte.